Ja, Sie wollen also unbedingt immer eine Mailadresse haben aus Microsoft. Ich kann hier nicht Anmeldeoption. Nee, geht nicht. Ich kann hier nicht die alte herkömmliche Art wählen. Das ärgert mich zum Beispiel. Ja. Hat er mir dann ein Foto geholt, was eigentlich gar nicht in der Cloud mehr drin sein sollte und was auch noch meinen Personalausweis enthält. Das ist also richtig schön. Das finde ich so richtig toll und genial. Also es wird alles in die Cloud nach Amerika übertragen. Das ist also, das ist eben das, was mir überhaupt nicht gefällt. Da muss ich sehen, dass ich die Daten löschen noch in der Cloud. Weitere Optionen. Gar nichts wiederherstellen. Als neuen PC einrichten. So. Ja, ich kann nur einen PIN erstellen. Es ist auch verrückt. Nein, nichts mehr. Guckt, was er da alles abfragt. Er will alles mit Microsoft verbinden. Alles mit Microsoft verbinden. Mein Gerät suchen. Nein, ich möchte nichts machen. Da habe ich auch übrigens gar keine andere Möglichkeit, außer dieser letzteren. Nein, nichts von dem Microsoft. Bitte nichts Microsoft. Nein, auch keine Werbung. Es ist ganz schlimm. Es ist ganz schlimm. Und das kommt nachher nochmal. Ich möchte auch keine Geschichten installieren, überspringen und trotzdem installiert er noch genug. Nein, ich möchte da auch nichts vom Handy übernehmen, überspringen. Himmel, Sakra Kruzifix. Nur auf diesem PC speichern. Will nichts in die Cloud übertragen. Jetzt nicht. Keinen Browser importieren. Wie oft habe ich jetzt schon gesagt, dass Microsoft nichts bekommen soll? Ablehnen. Das ist doch nicht normal, oder? Ablehnen. Ich muss 50 Mal, also bei. Nein, vorerst überspringen. Keinem Game Pass zustimmen. Das ist doch nicht normal. Das ist doch wirklich nicht normal, oder? Microsoft versucht mit aller Gewalt, die Kunden also in ihre Dienstleistungsverträge da reinzukriegen. Das ist der ganze Hintergrund. Dann können sie abzocken und dann können sie das an die NSA weitergeben, wie sie gerade lustig sind. Können die Kunden aushorchen, dürfen dann alles. Jetzt beginnt wieder eine Vorbereitung. Er hat jetzt eigentlich alles installiert, dieses Edge wollen wir natürlich nicht. Er hat auch das Outlook installiert, was auch Spionagesoftware ist und so weiter. Nachdem diese Installation schon ein paar Tage gelaufen ist, kommt er mit der gleichen Abfrage wieder und er möchte also hier den Computer anpassen für mich, damit er noch besser ist. Und ich habe ja eigentlich gar keine Möglichkeit zu sagen, nein. Ich kann nur weiterfahren und muss dann wieder durchgehen. Schauen wir mal, was er fragt. Nein, überspringen. Ich will das nicht. Nein, ich will es nicht. Und das ist alles doch bei der Installation schon erfolgt. Überspringen. Ich will es nicht. Ablehnen. Ablehnen. Das Windows ist so penetrant geworden. Das mit dieser Windows-Sicherheit, das ist also auch so eine Sache. Ich habe festgestellt, oft noch wieder am anderen Computer, dies ist nicht der Spielecomputer. Ich habe festgestellt, dass auf dem Spielecomputer die Leistung des Computers sich ganz erheblich reduziert hat. Ich weiß das nicht, ob sie auf dem Spielecomputer inzwischen mit KI-Scan, was ich da drauf habe. Dann scannen sie sich wahrscheinlich an dem Flugsimulator natürlich tot. Ja, an ihren eigenen Programmen. Ne? Dann sind sie wahrscheinlich noch nicht intelligent genug. So ist es auf jeden Fall so, dass auch der Computer immer mehr mit Werbung vollgeschüttet wird. Hier zum Beispiel. Ein paar Tage nicht benutzt. Die benutze ich jetzt auf der Linux-Maschine für spezielle Programmierung. Also da wird Werbung untergeschoben. So, aber wie gesagt, er baut da Werbung zwischendurch auf. Also das sind wahrscheinlich hier auch bezahlte Artikel bei Microsoft, ne? Klar, für die Suchmaschine und so weiter. Also Microsoft wird immer mehr zur Werbeplattform. Und dafür wollen die natürlich, dass man den Edge-Browser verwendet. Hier ist er ja wieder installiert, obwohl wir es eigentlich gar nicht wollten. Neu ist jetzt auch herausgekommen,
Da müssten wir den jetzt updaten. Ich wollte den eigentlich überhaupt nicht updaten. Ja, aber es ist wie gesagt, also der Chip schreibt da drüber, glaube ich. Der Chip war das. Haben geschrieben, dass also Microsoft sich sogar die Daten von einem anderen Browser anguckt, ausliest und dann die Sessions in dem Edge öffnet. Oder beziehungsweise, wenn man neu startet oder wie auch immer. Moment, ich wollte doch irgendwas gucken. Ja, ach so, mit Software. Ich hatte ja gesagt, er soll das Office nicht installieren. Gucken wir mal, was passiert, wenn ich auf den Office-Button klicke. Das Office ist installiert worden. Ja, ohne dass wir was gemacht haben. Ja, willkommen bei Office 365. Also wir haben gesagt bei der Installation, er sollte es nicht machen. Er hat es trotzdem gemacht. Ja, also das Werbung, der haut uns mit Werbung zu und er installiert Sachen, die wir nicht rauskriegen. Und was ich dann jetzt noch festgestellt habe, das ist, jetzt kann ich hier vielleicht ein bisschen schlecht die Taskleiste öffnen. Ich versuche das mal. Normalerweise kriegt man das mit Alt-Control ja wunderbar hin. Task MGR, so war der Befehl. Genau, öffnen. So, das ist mir jetzt aufgefallen, dass ich auf dem Spielecomputer einfach Prozesse habe, hier, die vorher nicht da waren. Und zwar insbesondere dieses Anti-Malware-Service-Execution. Schaut euch mal an, wie viel Prozent er da verwendet. Und wie viel Arbeitsspeicher er schon verknallt. Ja, und das läuft, obwohl ich das nicht eingerichtet habe. Ja, ich sag mal jetzt deaktivieren. OneDrive. Ich will OneDrive nicht deaktivieren. So, und jetzt versuche ich mal, das hier, das ist natürlich auch dieses Defender da drin. Defender war ja eigentlich nicht schlecht. Aber wenn ich jetzt versuche, das zu schließen, ja, das, also hier kann ich nicht die rechte Maustaste nehmen. Doch, das Suspenden. Guck mal, was ihr dafür in den Melder kriegt. Es wird verweigert von Microsoft. Jetzt versuche ich den mal zu schließen. Beenden. Zugriff verweigert. Das kann ich auch versuchen als Administrator. Machen wir das gleiche nochmal. Ich mache dieses Fenster nochmal zu. Task MGR als Admin öffnen. So, jetzt starte ich diesen Task Manager als Admin. Gut, nochmal. So, also, wenn ich jetzt hier jetzt reingucke, sehe ich hier, dass hier schon mal ein Programm teilweise bis zu 35% Energie verbraucht. Ja, obwohl im Prinzip jetzt keine Programme geladen werden oder so, die geprüft werden müssten. Nee, der Prüfdurchsucht jetzt den ganzen Rechner nach irgendetwas. Da steckt wahrscheinlich auch KI mit hinter. Ja, so. Und ich kann jetzt versuchen, hier zu beenden. Task beenden. Wird der Zugriff verweigert. Und hier beenden. Zugriff wird verweigert. Also da kann ich machen, was ich will. Wenn ich das hier versuche, Task beenden. Also ich kriege auf jeden Fall diesen Anti-Malware-Task nicht zu. Bislang war das so her. Vorher grundsätzlich. Ja, dass ich einen Task schließen konnte. Immer. Ja, seit zig Jahren. Jetzt auf einmal wird das verhindert. Mit Absicht verhindert. 30,6, 35%, 30%, 32%. Der frisst im Prinzip 32% meiner teuren CPU. Ja, also das kann es ja nicht sein. 40%. So. Und hier, der Microsoft Edge Installer. Er arbeitet und baut hier schon weitere Prozesse wieder auf. Läuft im Hintergrund. Dann hatte ich hier irgendwas gesehen. OneDrive. Obwohl ich gesagt habe, OneDrive will ich nicht. Er hat es hier laufen. Und der OneDrive verbraucht Prozente. Ja. Und ein OneDrive Setup. Da wären dann wahrscheinlich wieder weitere Sessions irgendwo. Ja. Also es wird euch was untergejubelt. Das gibt's gar nicht. Selbst die Xbox läuft hier als Hintergrundprozess, obwohl ich gesagt habe, nicht installieren. Und irgendwann poppt er auf. Die Chip hatte geschrieben und dann kam dann ein Forum
Beitrag von einem Vater, der sagte, ich habe für mein Kind einen Computer installiert und ja, er kam gar nicht ohne seine Mailadresse klar. Also er musste seine Mailadresse und dann plötzlich war der Computer mit seinen Sachen also belegt. Und wir haben als Kunden gar keine Möglichkeit, uns mehr gegen diesen Mist von Microsoft zu wehren. Wir werden aufgezwungen und ich bin sicher, dass wir immer noch nicht den Edge deinstallieren können. Wir können das ja mal probieren. Guck mal, hier auch wieder Werbung. Ja, von Netflix, Disney, Spotify. Edge installiert. Office, Microsoft Office 365 installiert. Seht ihr das? Ich habe es nicht installiert, er hat es selbst installiert. Xbox ist drin, weil ich kann es öffnen oder aktualisieren. Also es ist auch installiert. Und damit macht er natürlich den Computer langsam. Obwohl wir das gar nicht installieren wollten. Und auch ihm das bei der Installation vorher gesagt haben. Und obwohl er das vorhin nochmal abgefragt hat. Ja, aber sie wollen die Kunden alle knebeln. Knebeln, 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 knebeln. Ja, alle Daten sollen zu Microsoft, für Microsoft ausgewertet werden, damit die damit irgendwas machen können und natürlich an die NSA weitergegeben werden. Nicht? So, bis zum nächsten Leck von Microsoft. Das ist ja schon oft ein Leck gegeben bei Microsoft und dann gehen die ganzen Daten weltweit. Und die Kunden wundern sich nachher, warum die Betrügereien immer weiter im Internet zunehmen. Das sind auch zum Teil Daten von Microsoft, die einfach so weltweit um die Gegend schwirren. Nicht? Die Cloud ist ja auch im Irak, Iran und in China und so weiter abrufbar. Nicht? Microsoft verteilt das um die ganze Welt. Nicht? Da müssen wir uns doch im Klaren sein. Ja? Der Haupthoster steht natürlich in Amerika. Nicht? Und das geht alles durch die Cloud durch. Ne? Wird weltweit alles verstreut. Nicht? Und die Russen haben da vielleicht auch noch Zugriff drauf. Aber vielleicht würden die Russen unsere Daten besser schützen. Das ist vielleicht ein Grund, warum keiner mehr das Kaspersky auf seinem Computer haben soll. Vielleicht hätte das Kaspersky das alles abgefiltert. Ja? Vielleicht stecken die ja alle unter einem Hut und haben das miteinander vereinbart. Das vermute ich schon fast. Ja? Ich habe damals, also auch vor 3-4 Jahren, als das mit Corona war, nee, als das, nicht mit Corona, sondern als das losging, mit dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine habe ich das Kaspersky runtergeschmissen von meinem System. Weil man uns erzählt hat, ja, vom BSI, das wäre gefährlich und so weiter. Vielleicht hätte das Kaspersky uns geschützt, denn vorher habe ich solche Sachen nie gesehen. So, okay, Leute, seid vorsichtig, geht zu Linux. Ich bin mit allem eigentlich drüber, aber wie gesagt, für manche Sachen brauche ich das. Das mache ich jetzt immer in der virtuellen Box auf Linux. Das ist Linux hier, wie wir das sehen. Ne? Und unter Linux, da habe ich meine VirtualBox. Und da kann ich wunderbar mal ein Windows-Programm laufen lassen. Aber das ist dann begrenzt. Das ist dann der hat dann in dieser VirtualBox nur noch einen ganz kleinen begrenzten Rahmen. Und ja, da surfe ich natürlich nicht mehr irgendwo rum und ich habe auch schon den Hersteller angeschrieben, dass er seine Software ändert, dass das in Zukunft in Linux ist, da ich die Updates nur noch kaufe in Zukunft, wenn das auf Linux ist, denn ich möchte von diesem Windows nach nichts mehr wissen. Das ist so ein Dreckszeug. Also schönen Abend, tschüss